Was kostet Mr. Handwerk seine Werkstatt? Ja, das wollen viele wissen. Und ihr wisst es ja, was diese Werkstatt hier kostet. Nein, das weiß keiner. Verrate ich auch nicht. Das habe ich in meiner alten Werkstatt auch nicht verraten. Aber heute geht es um meine alte Werkstatt. Was damit ist, ist eigentlich ganz klar. Die war angemietet. 2018 hatte ich sie angemietet gehabt. Bis jetzt, ja, fast Mitte 2024. Und ich gebe sie ab. Ne? Und in diesem Video möchte ich euch so ein bisschen davon erzählen, was ich dafür bezahlt habe. Also ich lüfte quasi das Geheimnis, komplett mit Nebenkosten. Und es wird ein bisschen emotional und ich zeige euch Sachen, die ich normalerweise nicht zeige. Ich würde sagen, viel Spaß bei diesem Video und für diejenigen, die wissen wollen, was ich hier gemacht habe, nämlich im letzten, wie soll ich es nennen, Werkzeugwandvideo, hatte ich das ja erwähnt gehabt, dass ich ein bisschen unzufrieden war. Das Video dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß. Ach so, die T-Shirts auch. Hier hat es angefangen vor 4-5 Jahren. Das ist das WC. Gucken wir uns gleich mal an. Das war der Haupteingang der Werkstatt, denn der Heiligen Hallen. Hier war der Aufenthaltsraum, da sollte eigentlich mein Metallraum immer rein und da hinten war mein Holzlager. Und ich kann euch das ja jetzt zeigen, weil es ja jetzt Geschichte ist. Da war das Tor und hier war konnte man reingucken. Das war der Flur, ne? So, das hatte ich aber immer zugemacht gehabt. Und hier war halt die Hauptstraße, das war eigentlich total gut. Ich war halt hier total geschützt und ja, auch gut gegen Einbrüche und sowas. Also hier ist nie was passiert. Ich hatte zwar das Garagentor abgesichert gehabt, also geschützt, aber wenn man reinkommen will, dann kommt man auch irgendwie rein. Ne? Genau, und ich bin gerade dabei, also ich renne hier zwar schon T-Shirt rum, aber es ist eigentlich noch ganz frisch, 5 Grad. Und den Umzug, den habt ihr ja erlebt, ne? Den habe ich ja teilweise aufgenommen mit David, wenn nicht, verlinke ich euch den mal. Ich weiß auch nicht, ob das Video jetzt online kommt, was ich jetzt hier mache, weil eigentlich, also ich bin immer so ein Typ, ich versuche immer so viel, wie es geht irgendwie, was es den Kanal nicht betrifft, also es betrifft den Kanal ja, aber ich versuche trotzdem viel, solche Sachen interessieren vielleicht euch gar nicht oder vielleicht auch doch, weiß ich halt nicht, ne? Und das lasse ich dann meistens immer weg. Und ich bin jetzt hier schon dabei. Also ich pendel immer zwischen Leipzig und Hannover. Und ja, würde man vielleicht dann ein Wochenende schaffen. Aber ich mache das immer so, dass ich dann David besuche oder so. Und mache das dann immer so, dass ich dann hier einen Tag bin oder so. Und dann fange ich an zu renovieren. Ich habe jetzt auch hier schon... Diese Wand hier stand Holz. Ne? Wenn ihr Bock habt, dann guckt einfach mal das alte Video an. Werkstattshow oder so. Dann seht ihr, wie es eingerichtet aussah. So, den Boden habe ich schon geputzt. Die Wand habe ich halt halbwegs gestrichen in so ein Altweiß. Und das Problem ist einfach, also es gibt kein Problem. Ne? Ich habe das so übernommen gehabt als... hier, das muss ich halt auch noch putzen. Ich bin halt so, ich will das halt sauber hinterlassen, so wie ich es auch bekommen habe. Ich habe aber im Mietvertrag steht halt drin, dass die Kellerräume unrenoviert, dass ich die bekommen habe. So, das heißt, ich müsste eigentlich hier gar nicht streichen oder so. Ne? Hier waren die drei Regale dran. Und ja, hier normalerweise, ja. Zeige ich sowas nicht, aber hier habe ich schon mal die eine oder andere Nacht drinnen geschlafen, weil es halt irgendwie nicht anders ging. Also ich hätte mir ein Hotel nehmen können, ne? Aber ich war da einfach zu geizig für. Guck mal, es sieht ja aus wie so ein Kinderzimmer. Ne? Wenn wir mal ehrlich sind, es gibt Kinder oder manche von uns haben vielleicht früher so ein kleines Kinderzimmer gehabt. Ne? Also will ich mich mal nicht so anstellen. Aber das Ding ist echt hart. Also das ist keine Matratze, das ist so ein Ding von Ikea, aber gut. So, ja, habe hier halt teilweise Wände gestrichen und bin jetzt hier noch gerade dabei, den letzten Raum zu machen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern,
Hier stand die Couch vorher, hier war die Metallschränke und hier war die kleine Kaffeeecke. Hier haben Steffi und ich mal Pause gemacht damals, ne? Genau, und ich habe jetzt hier so ein Altweiß und sieht wahrscheinlich jetzt grottenschlecht aus in dem Video. Aber ich versuche jetzt so ein bisschen zu streichen und ja, und das ist hier der Boden und das ist irgendwie mein größtes Problem. Also das ist hier die Garage, ne? Und das ist irgendwie mein größtes Problem, weil ich habe jetzt die Wände weiß gestrichen und der Boden. Ich habe mit Leim getropft, mit irgendwelchen Ölen, mit. Ihr könnt's, also von so sieht's gut aus, ne? Aber guckt euch das mal an. Und so sieht der gesamte Boden aus. Das kriege ich vielleicht noch weggekratzt. Die Farbe auch, die weiße. Ach, ja, hier ist roter Farbstaub durch die Sprühdose. Da muss ich halt noch mal rangehen. Ne? Da muss ich wahrscheinlich auf allen Knien rum. Und hier, ich habe mir schon besorgt, Atemschutzmaske. Und die gute alte Ziehklinge von Kirschen nehme ich jetzt dafür wahrscheinlich. Und dann muss ich reingehen und die ganze Scheiße hier abkratzen. Ne? Also das grault mich schon so ein bisschen. Da muss ich wahrscheinlich jede Fliese einzeln machen, weil ja, es steht halt im Mietvertrag drin, dass der Boden öl- und fettfrei übergeben werden soll. So, und das ist er natürlich nicht und ich habe ihn auch nicht so bekommen. Und ich habe das Ganze hier übernommen als Kellerräume, unrenoviert, die waren aber renoviert. Ich habe nur ein, zwei Stellen entdeckt und da habe ich halt gesagt, hey, können wir das bitte mit aufnehmen, dass es unrenoviert ist? Und dann hat der Herr das mit mir so gemacht. Das heißt, ich hätte es gar nicht streichen müssen. Ich habe es aber jetzt gestrichen, damit ich halt irgendwie ein bisschen ablenken kann vom Boden. Ja, ich hatte es ja schon leicht angeteasert gehabt in der Videobeschreibung oder auf dem Titelbild. Reden wir mal über Fakten. Und ich hatte, ja, ich habe es ungefähr, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht, ich muss lügen. 2015 habe ich irgendwie im Kopf, aber bin ich nach Hannover gezogen. 2018 habe ich, glaube ich, die Werkstatt gefunden oder 2016. Und habe mich mega gefreut drüber, über diese Räumlichkeiten und habe damals eine Kaution von 400 € bezahlt. So, und jetzt könnt ihr ja schon errechnen, was ich Mietpreis für dieses Objekt bezahlt habe. Das muss um die, ach Gott, ich muss jetzt lügen, 100 oder sagen wir mal so, doch, ich habe 120 oder 130 € bezahlt. Komplett. So wie es jetzt zu sehen ist, mit einem halbwegs sauberen Boden. Und insgesamt sind es 150 Quadratmeter, sind halt drei Kellerräume. Und ich hatte halt einen Stellplatz, hatte ich jetzt nicht. Aber es war immer irgendwas frei. Ne? Und ich konnte auch hier was bauen im Sommer und es hat mega Spaß gemacht. Genau. Und inklusive Strom. So, ich hatte aber jetzt hier keine. Ich hatte jetzt diese LED-Lampen an und ja, mal meinen dicken Hobel, mal meine Kappsäge. Aber ich glaube, das hat jetzt nicht so Unmengen an Strom gefressen. Übrigens lasse ich auch diese LED-Strahler drin, die ich nachträglich eingebaut hatte. Genau, und ich war echt happy, dass ich diese Räumlichkeiten hier für so wenig Geld gefunden habe. Muss ich schon sagen, weil das hat ja hier schon so Hausmeistercharakter. Ne? Also du kannst hier einen Schreibtisch hinstellen, eine Couch, kannst dir Fernsehen gucken, ist schon geil. Ne? Hinten ist eine Box und ja, kannst auch hier. Ja, Stundenhotel kannst du jetzt nicht aufmachen, auch wenn es so aussieht. Aber es ist schon echt, ja, recht preiswert, ne, für das Geld. Und ich habe mich damals mega darüber gefreut, über diesen Preis. Und ja, ich wollte einfach nicht jetzt 1.000 € ausgeben, weil ich ja gar nicht wusste, wo die Reise hingeht mit YouTube. Und ihr seht es ja selber an viele, viele Leute, die YouTube betreiben, die damit anfangen, die hören auch wieder auf. Ne? Und das ist jetzt kein harter Fulltime-Job oder kein knallharter Fulltime-Job.
sag ich jetzt mal so. Ja, die neue Werkstatt, die hat jetzt 80 Quadratmeter, also 30 mehr, aber gefühlt ist es für mich viel, viel größer, ne? Aber das hat vielleicht so ein bisschen mehr Charmegefühl, weil es so kleine Türchen hat, also kleine mehrere Räume, ne? Ein Waschbecken und so. Genau, und hier habe ich total gerne geschweißt mit David. Ich habe echt oft die Werkbank als Mauer benutzt, die Mauer ganz oft als Werkbank benutzt. Und hat mega Spaß gemacht. Und ich werde jetzt Ende April, also das Ding läuft noch bis Ende April, ist es noch gemietet. Ich habe auch damals, wo ich das Ding gemietet habe, habe ich gesagt, hey, anstatt 4 Wochen Kündigungsfrist, weil ich habe immer Angst gehabt, dass der Mieter mir kündigt wegen Eigenbedarf oder sowas, der Vermieter. Deswegen habe ich im Vertrag 3 Monate reingenommen, 3 Monate Kündigungsfrist. Weil ich dachte mir, dann muss er mir gegenüber auch 3 Monate einhalten und in 3 Monaten kriegst du schon irgendwie eine Doppelgarage, wo du dann das ganze Kram unterpacken könntest. Und auch jetzt, ne, ich habe gekündigt und habe 3 Monate Kündigungsfrist und dann war die Werkstatt schon leer. Ich habe erst gekündigt, wo ich den Umzug hinter mir hatte, damit ich jetzt nicht so einen Stress habe. Okay, es sind jetzt 300 Euro, die ich an Miete zahle oder 360, aber na gut. Ja, wenn man das jetzt nicht hochrechnet, ne, 360 Euro Miete, dann die Farbe, die Arbeitszeit. Ja, ihr merkt, ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch und ja, gehe alles sehr langsam und entspannt an. Ne? Obwohl ich Steffi immer sagt, dass ich immer sehr, sehr hektisch bin, sie mich aber anders kennengelernt habe. Aber wahrscheinlich bin ich innerlich hektisch und außen wirke ich so geschillt und ruhig. Bin ich aber nicht so oft. So, schauen wir mal kurz das Badezimmer nochmal an und dann würde ich sagen, beenden wir dieses letzte Video von der Werkstatt hier. Mal gucken, nicht, dass ich mich immer aussperre. Hier war ein Treppenhaus, hier waren auch mehrere Firmen immer drin und ganz oben waren sogar Wohnungen. Da hat mal ein Amerikaner, glaube ich, drin gewohnt. Der hat hier für eine SAP oder so programmiert. Und aber das ist jetzt schon 4, 5 Jahre her. Und der hat hat dann immer hier 4, 5 Monate gelebt und dann ist er nach Amerika für 2 Monate und dann kam er wieder. Ja, das war das Bad. Hatte ich auch mal vor ein paar Jahren, wo ich die Werkstatt bekommen habe, habe ich das Ganze gefilmt. Ist wahrscheinlich total uninteressant, ist aber wichtig, glaube ich. Ich merke, ich habe jetzt in der Werkstatt auch ein Bad oder eine Toilette und ich merke mir richtig, wie mir das hier fehlt. Ne? Weil die in der Werkstatt ist unbeheizt, hier ist sie beheizt. Also man merkt schon die Qualitätsunterschiede. So, und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Video. Ich verabschiede mich hier mit diesem Video an euch, mit dieser Werkstatt hier. Wir schließen ein Kapitel und letzte Frage an euch. Die Pflanze hat mich hier 5 Jahre begleitet, weil diese Immobilie wurde irgendwie aufgekauft. Und der Herr, der ist irgendwie verstorben, die Frau hat das verkauft, ich weiß es nicht. Und ich weiß, irgendwie habe ich noch in Erinnerung, dass der Mann immer hier sich das hier alles sauber gehalten hat. Ne? Und hatte, glaube ich, auch meine Werkstatt als Büro oder sowas. Ne? Und der hatte, glaube ich, zu behaupten, die Pflanze hier reingesteckt. Die steht seit 4, 5 Jahren im Wasser, voller Wurzeln. Und was meint ihr, soll ich sie mitnehmen? Weil ich glaube, der Nächste, der hier reinkommt, der wird sie verkümmern. Und ich glaube, es wird Zeit, dass die Erde kommt. Ne? Oder was meint ihr? So, wir sehen uns beim nächsten Video in der neuen Werkstatt. Haut rein und gebt den Handwerker einen Daumen nach oben. Und abonniert den Kanal, wenn ihr Bock auf geile Videos habt in den nächsten Jahren. Und wie gesagt, bleibt mir treu. Ich bleibe euch auch treu. So schnell gebe ich nicht mit YouTube auf.